Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Marok Smile. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Neue Aufnahme. Und zwar wollten wir eigentlich in dem Video hier unter Verschiedenes. Ich hoffe nicht, dass er das schon ausgewählt hat. Nee. Warte mal. Finde zwei makellose Saphire. Nimm den Haraldschwert. Beschaffe, finde Dings. Wir wollten ja der Diebesgilde beitreten, ne? Sprich mit den Stiel, Drachenrauchmiet. Finde das Wort der Macht. Nein, geh zu Endon, Maka, besuche die. Ich habe so viele Nebenaufträge hier. Bringe, finde, bringe, bringe, berichte, finde den Schwert des Roten Adlers, frage Willem nach Rida, bringe die Vorräte nach Dings, sprich mit Jarl von Falkenring, erkunde den Feuerschleißhügel, finde, schließ dich mit dem Aufstand der Sturmmantel an. Hier, da kann ich den Sturmmantel beitritt, den können wir auch nochmal machen. Erkunde die Ruinen von Agnata, stiehl das argonische Bier, Weißflusswall, sprich mit den Anführer der Gefährten, besuche den Schrein hier auch, die Gefährten. Schreien von Azura, töte den Banditenanführer in lagerstehenden Strom. Tritt drin kaiserlichen Armee bei, das können wir auch noch machen. Ihre höchste Note, die vermisste. Sowas, ey. Ja, das können wir doch nicht machen, weil ich das gerade jetzt nicht finde. Säuber die Wolfschädelhöhle. Blut. Verlorene Unschuld, ein Rad an den Klemme, unter Satal stand Drachenblut, suche den Tempel von Mirak auf, untersuche den Schrein, suche nach Informationen über Mirak, reise nach Solzheim, lies die Befehle der Kultisten. Aber wo ist der denn jetzt hier? Verbotene Legende, Dämon, der erwacht. Drachenblut. Vielleicht finden wir den ja hier, der muss ja irgendwo hier rumlaufen, ne? Können wir einfach die Mission mit denen starten. Aber natürlich. Hier, mein Freund, nimm dir mal ein Goldstück. Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Immer doch, so. Arin. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Milo und die Wöll, die Löwin. Also, pass mal auf. Mal was über die Diebesgilde. Eine Gilde zu nennen. Warum denn nicht? Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören. Ja, das gibt's. Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Na, das meinst ja du. Ich versuche drüber hinwegzugehen. Oh, ich hoffe, ich kann nicht ihnen... kann mich ihnen anschließen. Oh nee, wenn ich das mache. Man muss nicht immer mit der Wahrheit raus. Das ist bedauerlich. Es gibt viel zu viele Leute in Riften, die eure Ansicht teilen. Seht doch nur, wohin das führt. Eren und ich allein können dieser Stadt nicht helfen. Sie muss sich zuerst einmal selbst helfen wollen. Erzählt mir etwas über die Familie der Schwarzdorns. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt. Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Riftons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebens. Wer gehört noch zur Familie? Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter. Ein seltsames Mädchen. Sie verbringt ihre Zeit gerne im Elgrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemiekünsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balg und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herrin folgt. Und schließlich Sibi, der Schlimmste von allen. Sibi? Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifton. Okay. Seid ihr nicht aus Rifton? Ich bin schon als Abenteurerin in Tamriel unterwegs, seit ich als junges Mädchen so gerade eben mein Schwert schwingen konnte. Mhm. Meine Reisen führten mich von Hochfels nach Valenwald, von Elsweyr nach Morrowind und an alle Orte entlang des Weges.
Okay, warum seid ihr dann hier? Vor vielen Jahren verlor ich mein Schwert, Düsterklinge, in einer Dwemer-Ruine. Für mich ein Zeichen, dass ich mit der Suche nach Reichtum meine Zeit vergeudete. Wir beide ähneln uns. Wir suchen Herausforderungen und große Belohnungen. So doch ist das. Da hören die Gemeinsamkeiten für mich auch schon auf. Denn ihr wisst, Rifton ist meine große Bestie, die ich töten will. Und meine Belohnung ist Dankbarkeit und Vertrauen. Ihr seid Riftons Beschützer? Das ist nicht leicht. Ich habe mir die Probleme dieser Stadt aufgehalst und stoße bei ihrer Lösung ständig auf schier unüberwindliche Hindernisse. Korruption, Lügen und Betrügereien sind hier an der Tagesordnung. Wäre da nicht Aaron, der junge Mann, der mir das Leben gerettet hat, hätte ich wohl schon vor langer Zeit aufgegeben. Wie hat Aaron euch das Leben gerettet? Aaron fand mich, als ich vor einer Dwemer-Ruine lag, dem Tode nahe. Ich wäre dort gestorben, hätte er mich nicht hierher gebracht und gesund gepflegt. Als ich wieder bei Kräften war und er mir von den Problemen erzählte, die Rifton plagten, wurde mir klar, dass das Schicksal mich hergeführt hatte. Und so blieb ich. Gut, alles klar, wir haben jetzt viel mit ihr gesprochen. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Met? Wer seid ihr denn überhaupt? Ich verkaufe den besten Met der Stadt zu einem günstigen Preis. Interessiert? Natürlich. Wie sollte ich für die Brauerei Sachen so billig anbieten können? Glaubt ihr, Maven hat etwas zu verschenken? Gut, dass sie so viel Geld verdient. Da fällt es nicht auf, wenn Ware wie diese hier nicht dort ankommt, wo sie ankommen soll. Was verkauft ihr? Nur das Allerbeste. Schwarzdornmet, frisch vom Fass. Schwarzdornmet. Und das Beste ist, ihr müsst nicht diese irrsinnigen Preise wie bei Maven zahlen. Nun, was meint ihr? Du kleiner Dieb, du. In Ordnung, ich nehme einen 10. Nehme einen 10 Goldstücke. Hier, bitte. Oh, und behaltet die das sind für alle Diebe in dieser Stadt. Man kommt zu diesen Preisen nicht gerade einfach daran. Aha. Ihr versteht, was ich meine. Natürlich, klar. Mach dir mal keine Sorgen. Junge, Junge, Junge. Bleib mal hier stehen. Ja? Verkauft ihr billigen Met? Ihr versteht das falsch. Ich verkaufe keinen billigen Met. Ich verkaufe guten Met billig. Schwarzdornmet. Ich verkaufe die Kisten für die Hälfte dessen, was die Gasthäuser und Tavernen an die Brauerei zahlen. Ich brauche nur jemanden, der den Met für mich liefert. Wenn die Leute sehen, wie ich Rifton verlasse, könnten sie misstrauisch werden. Was für eine Lieferung? Jemand muss dieses kleine Fass Schwarzdornmet zu Wilhelm ins Gasthaus Wielemühr in Ivarstadt bringen. Wenn ihr es abgebt, bekommt ihr etwas für die Lieferung. Behaltet es als Entschädigung für die Lauferei. Oh, und falls willst du mich jetzt alkoholabhängig machen? Trifft, haltet den Mund. Er würde uns sofort verraten. Na gut, ey. In Ordnung, ich mach's. Gut, dann leg mal los. Denkt daran, behaltet es für euch. Oder zeigen, okay, jetzt ich werd's schon für mich behalten. Jetzt erstmal hier. Was führt euch heute zu Balimond? Eine Reparatur? Balimond. Wollt ihr etwas kaufen? Ihr scheint ziemlich stolz auf eure Arbeit zu sein. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Beeindruckend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Ich besorge euch etwas davon. Wirklich? Danke. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. Ihr kannst du mich trainieren? Tun, was ich tue. Sehr gut. Oh, guck mal hier. Stufe 1, 2, 3, 4 und 5. Wir sind Experte, fertig.
für kleines Taschengeld. Minus verbessert auf 33. Auf 34. Und dann sind wir jetzt schon auf 35. Stufenfortschritt 27. Prima. Ich bin hier, um Horalds Schwert abzuholen. Ein fauler Taugenichts, oder? Er schickt euch hier runter, wenn ich nur einen Steinwurf von der Festung entfernt bin? Naja, was soll ich hier machen? Hier da sagt sie mir. Sagt Harald, er soll die Mauern ganz lassen, dann bleibt auch sein Schwert in besserem Zustand. Nimm Haralds Schwert von Malimut. Okay. Das machen wir. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. So ist das. Wo finde ich euer Feuersalz eigentlich? Ich habe ja schon 5, aber ich brauche noch 5. Feuer Atronachen finden. Das sind gefährliche Wesen, die von Zauberern beschworen werden können. Es wäre natürlich einfacher, einen Alchemisten zu fragen. Sie verkaufen sie manchmal. Gute Idee. Denk daran, jetzt. Es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede kennt den Unterschied. Ist doch gut. Ich guck mal, was die von mir will. Javari. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Beruhig dich doch mal. Mensch, es Kinder. So, jetzt gucken wir, was wir hier für Missionen überhaupt angenommen haben. Bringe den Met zu Willem. Zeige ihn nur in den Met. Ja, das habe ich gesehen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir denn noch angenommen haben. Bringe den Met. Wir haben doch gar keine Missionen mehr angenommen. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme jetzt. Okay. So, wir gehen erstmal hier rein. Ich weiß zwar nicht, warum wir da reingehen sollen, aber... Hört meine Worte. Jetzt kommt's. Die Rückkehr der Drachen ist kein einfacher Zufall. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Dies ist eines der Zeichen. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Maramal. Wir haben darüber gesprochen. Halen? Kerava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Maramal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wir werfen euch nicht raus, aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren. Nimmt ihr Almosen an? Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Ich könnte im Tempel heiraten? Aber ja. Natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Vielleicht. Warum erinnert ihr mich nicht daran? Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Oh. Das Leben ist hart und kurz. Natürlich, daher klar. Daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Ja. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Ich kaufe ein Amulett von Mara. Hier, bitte. Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Wenn ihr ihnen helft, werden sich mehr von ihnen für eure Liebe interessieren.
Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Nehmt ihr Almosen an? Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Ihr habt hier 5 Goldmünzen. Danke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Na natürlich, komm. Okay, vom Glauben brauchen wir jetzt. Maras Universum. Ah, jetzt fängt er mir vom Glauben an. Ich wollte doch nicht über den Glauben reden. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Oh, ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Alles klar. Ihr sicher zu ihrer Huld. Ah, jetzt gucken wir erstmal Bekleidung. Maras. Da ist sie doch. Die haben wir jetzt an. Jetzt können wir hier werben. Ach, dich nicht. So, warum einen gewöhnlichen Soldaten zu eurem Schutz anheuern, wenn ihr einen Meister des Arkanen haben könnt? Oh, das Einzige, ihr seid angeheuert. Was besser ist als ein an eurer Seite kämpfender, mächtiger Magier, das ist, nun, eigentlich nichts. Ich überleg's mir, warte mal, bleib mal hier sitzen. Zufrieden geben, seine Gegner einfach zu erstechen. Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Ist doch gut, ich komme gleich zu dir und dann machen wir mal das mit der Diebesgilde. Ihr kommt besser auch. Ich werde da sein. Beruhig dich doch mal. Meine Fresse. Mit euch hab ich nichts. Ich hab dich außerdem. Außerdem habe ich dich schon die ganze Zeit gesucht, ja? Lass mich doch erstmal ausreden. Ich hab dich gesucht und ich konnte dich nicht finden. Also erzähl mir jetzt keinen vom Pferd. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Oh, jetzt beruhigen Sie sich doch, gute Frau. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Sucht ihr Arbeit? Wer bist du? Jemand muss Sibby Schwarzdorn eine Nachricht überbringen. Was für eine Nachricht schon wieder? Ich habe Sibby Schwarzdorn kürzlich darauf angesprochen, Frost zu kaufen. Eines Und? Der besten Zuchtpferde in Himmelsrand. Er hat zugestimmt. Ich habe Sibby die Hälfte im Voraus bezahlt. Doch bevor er liefern konnte, hat Maven ihn einsperren lassen. Sibby glaubt, dass unser Handel damit geplatzt ist. Nein. Ich möchte, dass ihr mit Sibby redet. Bringt mir Frost und die Abstammungsurkunde, die seinen Wert belegt. Hört sich einfach an. Ihr werdet es nicht bereuen. Geht zum Gefängnis von Riftern und sprecht mit Sibby. Bringt ihn dazu, euch zu sagen, wo ihr Frost und seine Abstammungsurkunde findet. Trefft mich dann außerhalb von Riftern und bringt alles mit. Für euren Aufwand werdet ihr reichlich entlohnt. Das ist hier. Warum sitzt Sibby im Gefängnis eigentlich überhaupt? Aber er hat es geschafft, Maven zu verärgern. Niemand würde einen Schwarzdorn ohne ihre Erlaubnis einsperren. Na gut. Warum sagt ihr das Sibby nicht einfach selbst? In der Nähe von Wachen oder Gefängnissen fühle ich mich unwohl. Vor allem, wenn Geschäftspartner eingesperrt sind. Nein. Aha, ich treffe euch außerhalb der Stadt. Der hat da was vor. Ich treffe euch vor der Stadt. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Natürlich. Ich angel dich. Es gibt nichts Schöneres als im Honrig. Der Beste von ganz Riftern. Mir gehört die Fischerei von Riftern. Mhm. Hab mit nur einer Angelrute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und 2 Schiffe. Nicht schlecht für einen Nord im mittleren Alter, was? Ja, würde ich schon sagen, aber... Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin da anderer Meinung. Wer kauft denn euren ganzen Fisch? Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. In Ordnung, mache ich. Gut. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. Ich hörte euch ziemlich wohltätig. Ihr hört euch ziemlich wohltätig an. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet?
Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Ja, ich weiß, aber... Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Das freut mich. Ihr habt von Nevinor gesprochen. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Habt ihr die Kaufvereinbarung schon nach Markt? Nevinor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Tja. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Okay. Aber sie geht lieber einkaufen. Jedem das seine, was? Na, so ist das. So, alles klar. Vergiss nicht, im Tempel zu spenden. Ich hab schon gespendet, mein Freund. Bevor du es mir überhaupt gesagt hast. So, willkommen hier. Was darf ich euch bringen? Met? Wein? Ich suche nach einem alten Mann, der sich hier in Rifton versteckt. Von so einem habe ich noch nichts gehört. Aber wenn man sich in Rifton verstecken möchte, dann ist der Rattenweg ein guter Ort. Da unten ist eine Art Taverne, die zersplitterte Flasche. Das ist der Ort, in dem der Abschaum von Rifton sich besäuft und gegenseitig niedersticht. Dort könntet ihr es versuchen, wenn ihr es lebend durch den Rattenweg schafft. Was redet man denn so in der Stadt? Oder erstmal, ja, was redet man so in der Stadt? Wenn Maven Schwarzdorn die Preise für Met weiter erhöht, muss ich ihn verwässern, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Eine Karte habe ich bekommen. Was redet man so in der Stadt? Warte mal. Wir haben auch zwei Sachen nicht gemacht. Wir haben einmal das Buch, was wir da... Angela-Karte. Ja, und wie kann man die jetzt da heranzoomen? Okay. Das ist eine Angela-Karte. Angela-Karte. Ein Brief des Vogt. Meister Aventor Ritter. Jarl Ulfrich sendet euch sein tiefstes Beileid zum Tod eurer Mutter Nalia, nee. Warte mal. Wo ist der denn jetzt nur? Händler, irgendwas Notiz. Kaufvertrag, Kolb und Drache, Kopfgeld. Das Assassinen, Rizal, da ist das zauberbeständiger Schutz. Anwenden. Du kennst bereits beständigen Schutz, okay. Zaubertränke, Tabulus Fehler. Also gut. Das mache ich. So. Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Woher kommt ihr all dieser Hass? Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Und das nur wegen eines verdammten Vertrages. Der Boden unter unseren Füßen ist vom Blut unserer Ahnen getränkt. Wir haben für dieses Land gekämpft und sind dafür gestorben. Ich habe meine eigene Tochter an die kaiserlichen Hunde verloren. Und bei Talos, ich will niemanden mehr verlieren. Ja, ist ja gut, regt Stab. Mann. Was ist mit eurer Tochter geschehen? Vor vielen Jahren ist Lilia den Sturmmänteln beigetreten,
als es in Himmelsrand zu ersten Gefechten kam. Ich war so stolz auf sie. Sie diente als Kampfjungfer und half mit ihren Heilkünsten all jenen, die auf dem Schlachtfeld verletzt wurden. Eine Klinge hat sie nie angerührt. Das war ihnen egal. Die kaiserlichen Soldaten metzelten sie nieder. Sie haben sie abgeschlachtet wie ein Tier und ihre Leiche im Schlamm verfaulen lassen. Und deshalb werde ich nicht eher ruhen, bis jeder einzelne kaiserliche Soldat ihr Gesellschaft leistet und Ulfric auf dem Thron von Himmelsrand sitzt. Ist ja gut. Also, ein treuer Sturmmantel. Ulfric unterstützen oder beim Versuch sterben. Dazwischen gibt es nichts. Okay, verstanden. So, dann gehen wir mal runter. Wir haben so einige Punkte hier. So, warte mal. Wer bist du denn? Wenn den haben wir doch gerade gesprochen. Wenn Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Hab ich doch gar nicht gesagt. So, wie kommen wir denn jetzt da herunter? Dieser Rundgang in dieser Riesenstadt hier. Aber es ist sehr schön. Das muss man lassen. So. Das ist der Schmied, den ich eigentlich noch die Sachen verkaufen wollte. Eine Schwarze Dornbrauerei. Schwarzdornbrauerei. Hallo. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Bienenstich. 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 Was ist denn da drinnen? Das ist der. Das ist doch die Taverne. Taverne. Taverne, sag ich. Taverne. Taverne. Bienenstich. Was ist mit dir los? Was wollt ihr? Ihr arbeitet doch in den Stählen, oder ja, nicht? Hofgrier nahm mich auf, als ich vor etwa einem Jahr nach Rifthorn kam. Okay. Er hat mich alles gelehrt, was er weiß. Pferde sind mein Leben. Damals in Hammerfell habe ich bei der Aufzucht von Pferden auf unserem Hof geholfen. Ich hoffe, eines Tages meine eigenen Ställe eröffnen zu können. Aber ich fürchte, das dauert noch viel länger, als ich dachte. In welchen Schwierigkeiten steckt ihr? Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was? Weit mich in die... Achso, weit mich in die Einzelheiten ein. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen. Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Ich werde euch helfen, eure Schulden zu bezahlen. Wirklich? Ach, ich danke euch. Okay, da ist sie doch schon, die Saphir. Sie umgibt sich mit allen möglichen unangenehmen Gestalten. Mach ich. Nee, das ist sie nicht. So. Jetzt geht's hier runter. Bettler-Ecke. Was das hier alles so gibt, ey. Was ist das denn hier? Elegrims Elixiere. Vielleicht könnten wir ja da was finden. Ich bin recht beschäftigt, aber wenn ihr irgendwelche Tränke oder Zutaten braucht, dann sagt einfach Bescheid. Seid ihr hier, um Unterricht zu nehmen, so wie Ingun, oder wollt ihr etwas kaufen? Warum hier die unten? Die Luftfeuchtigkeit ist besser für die Zutaten. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag frische Nirnwurz oder das Fett gemalter Trolle geliefert. Das Wasser holen ist auch viel einfacher, wenn der Kanal direkt vor der Tür liegt. Außerdem ziehe ich die Stille vor. Dieser Laden ist nicht zum Stöbern da. Kommt rein, kauft euch, was ihr braucht und verschwindet wieder. Arbeitet ihr alleine? Deswegen. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt irgendwas zustande bekomme, so oft wie ich hier gestört werde. Meine Frau Hafjörg, tja, sie ist wohl ein notwendiges Übel. Kein bisschen Talent, was die Alchemie angeht, aber sie sorgt dafür, dass ich nicht hungern muss. Ja, alles klar, das dann sieht man. Dann noch Ingun Schwarzdorn. Ist sie imaginär, oder? Ein würdiger Lehrling, wenn sie nicht gerade meine seltenen Zutaten verschwendet. Was habt ihr denn zu verkaufen? Ja, komm her. Ich brauche mal ein paar Zutaten jetzt von dir. Eventuell diese Salze.
Eklopsalma. Knochenmehl. Salz der Leere. Ich weiß zwar nicht, für was das gut sein soll. Zwergenöl, okay. Ich habe vieles zu verkaufen, aber wir machen das ein andermal. Okay. Das ist ganz schön doch groß hier, ne? Seine Frau. Ja, ich habe doch nicht gestört. Es hat hier schon besser ausgesehen, aber das ist nicht meine Schuld. Komm erstmal hoch, so. Seid ihr eine Alchemistin? Ich weiß, wie man ein paar einfache Zaubertränke braut, bin aber bei weitem kein Meister der Alchemie. Okay. Ich habe aus den Büchern, die überall im Laden herumliegen, so manches gelernt. Aber mein Talent reicht nicht einmal für die Hälfte der Formeln aus. Ich wünschte, Elgrim hätte sich mehr um mich gekümmert als um diese Ingun. Seid ihr etwa eifersüchtig? Oh. Nein, so war das nicht gemeint. Elgrim kann sich ja kaum selbst die Schuhe anziehen. Wie soll er da die Kraft haben, einer jungen Frau hinterherzulaufen? Er hat von Inguns Talent für die Alchemie geschwärmt. Das würde er ihr aber nie ins Gesicht sagen. Ist nicht seine Art. Ich glaube einfach, Elgrim hat es sich zur Aufgabe gemacht, das junge Ding unter seine Fittiche zu nehmen. Also schenkt er ihr viel Aufmerksamkeit. Stört es euch, hier unten zu leben? Als er sagte, dass wir hier unten den Laden einrichten, habe ich ihm gesagt, dass er sich hier noch den Tod holen wird. Der Dreck, die Feuchtigkeit, widerlich. Warum würde jemand nur wie ein Skewa leben wollen? Aber der alte Stänkerer hat mir einfach irgendeinen Unsinn erzählt, dass das Licht seine Mixturen verdirbt und die Nähe zum Wasser. Ihr habt alle Hände voll zu tun, wa? Wenn ich nicht wäre, würde Elgrim sogar das Essen vergessen. Ich weiß nicht, wie wir überhaupt Geld machen. Tatsächlich bräuchte ich jemanden, der bei Schorstein eine Erzprobe für mich abholt. Elgrim wird mal wieder keinen Finger krumm machen. Kann ich machen. Und mache ich auch. Wirklich? Ja. Ach, das wäre wunderbar. Da bin ich heute ganz großzügig. Sprecht in Schorstein mit Filnja. Er hat eine Art Erzprobe, die wir für ihn untersuchen sollen. Okay. Er will uns gut dafür bezahlen. Alles klar. Ich kümmere mich darum. Also, haut rein. Seid vorsichtig. Die Straße nach Schorstein könnte gefährlich sein. Bilanzen fälschen. Bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Oh, ich hab fünf. Nein. Abgeschlossen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch Nein, ich will das nicht. Nein. Hier bin ich reingekommen zu denen, genau. Lieber nochmal laden, liebe Leute, weil dann ich habe so viel geklautes Material, das würden sie mir alles abnehmen. Gut. Also mache ich das nochmal einmal einen Durchgang, aber das müsst ihr euch ja nicht antun, liebe Leute. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss mit dieser Folge. Und danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Lasst ein Like da. Schaut euch die anderen Videos im Kanal an. Mich wird's freuen. Und bis zum nächsten Video.